Das dürfte auch die Geschwindigkeit hier nochmal erhöhen und auch dafür sorgen, dass die Forschung, die wir jetzt noch brauchen für die Rocket Defense, auch schneller fertig wird. Aber wir brauchen da, ne, von 1 aufwärts alle Rocket Shooting Speed Dinger. Haben wir dafür genug lila Tränke? 1800 könnte ein wenig knapp werden. Also eventuell müssen wir mal kurz Basen zerstören, um an Alien-Attraktor ranzukommen. Aber das gucke ich dann, wenn es soweit ist. 5 Stück rein. Das müsste langsam reichen, oder? Ja, ist schon fertig. Du, rein da. Ja, das sollte für Geschwindigkeit sorgen. Speed-Module haben die allerdings alle noch nicht. Das heißt, ich schnappe mal die da. Die da. So. 1, 2, 3, 4. So, go, go. Also eventuell haben wir jetzt ein Problem mit der Versorgung von roten, grünen und hellblauen Tränken. Weil einfach so viele jetzt verbraucht werden. Aber das müssen wir dann gucken. Eventuell können wir die Fabriken einfach ein bisschen aufmotzen, das passt schon. Ich glaube, wir können ja inzwischen noch schnellere Fabriken bauen. Genau die da. Ja, das sieht echt nicht so gut aus. Ich sehe auch keine Tränke mehr hier drin. Ja, das muss geändert werden. Machen wir die da raus und die da rein. So. Mal gucken, ob das jetzt besser hinhaut. Die Rauslegärmchen neu auch mal schnell. Reinlegärmchen neu auch alle schnell. Ihr fordert mal ein bisschen mehr an. Sagen wir mal 100 davon. 100 davon. Shift rechts, Shift links. Du, na, das ist okay. Ting, ting. Das wird trotzdem nicht reichen. Bauen wir mal 4 von den Fabriken. Das dauert jetzt ein bisschen wegen den ganzen komischen Kapazitoren, die dazwischen sind, die wir noch nicht automatisiert haben. Aber es ist trotzdem eine gute Idee. Ja, die sind jetzt am Arbeiten. Haben aber nicht genug Alien-Artefakte. Guckt euch mal an, wie langsam sich das Ding da bewegt. Verglichen mit dem da. Also die Produktivmodule machen echt einen heiden Unterschied, was Geschwindigkeit angeht. Minus 80% Crafting Speed, ja. Hammer, Hammer. Aber gut, also ich denke, das sollte so erstmal reichen. Sobald die Fabriken dann durch sind, was eine ganze Weile dauern wird, gehe ich wieder hier hin, hoffentlich, und ersetze die Fabriken. Dadurch wird das Ganze nochmal schneller. Wir können jetzt auch komplett auf Speed gehen, oder? Haben wir die Ressourcen quasi unbegrenzt? Die Steinzahnräder könnten problematisch werden, oder? Hören wir die Begrenzung da auf. Schmeißt mal hier mehr Stein rein. Fordert auch mehr Stein an. Mehr Stein an. Ja, ist okay. Du werd mal eine schnelle Fabrik. Und krieg mal Speed-Module. Sieht okay aus. Könnte aber ruhig noch schneller haben. Ja, die Roboter holen sich jetzt fleißig immer wieder ab. Okay, du noch schneller. Ja, noch schneller. Hier, Ärmchen rein, raus. Viel besser. Okay. Dementsprechend müssen wir auch die Fließbänder schneller machen und die Ärmchen wahrscheinlich nicht, weil wir 2 davon haben. Du hast keine Zahnräder. Ja, wie kommt das denn bloß? 10 Eisenplatten? Ernsthaft? Komm hier. Ich glaube, wir haben 300.000 oder so. Da kannst du ruhig ein paar mehr einlagern als 10. Alter Schwede. Ja, hier. Und hier. Warum hast du die Eisenplatten nicht reingelegt? Oh, Beschränkung aufheben, bitte. Wollte ich ja eh für unsere Monsterfalle. Und du bekommst mal hier 1, 2, 3 davon, ein paar davon. Dann passt das hoffentlich. Gut, 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 gut. Sehr gut. Also, sowohl Forschung sollte jetzt schneller laufen durch mehr Forschungslabore, als auch durch mehr Tränke und mehr Subkomponenten für die Tränke. Schön.
Strom können wir mal ausbauen. Suchen wir uns mal eine schöne Stelle. Wir können zum Beispiel hier das Ganze erweitern. Einfach in die Richtung. Der Platz hier wird ja eh nicht gebraucht, wenn ich es richtig sehe. Also, du auch weg. Also, blub, blub. Blub, blub. Sollte aber gleich ein größeres Blueprint machen. Aber nee, diese kleineren Blueprints sind wirklich praktisch für Friemelarbeiten. Und jetzt noch ein extra Slot für noch ein extra Blueprint finde ich nicht so toll. Und hiermit dürfte die Kiste eh ausgereizt sein. Sind hier doch ein paar. Das heißt, das setzen wir für einen größeren Puffer für die Nachtarbeit. Das Ding reiße ich jetzt endgültig ab. Ja, ich riskiere es einfach mal. Reiß ab. Das. Nee, den Roboporter oben nicht unbedingt. Das ganze Ding. Problematisch könnte sein, das Sand. Da, Sand, Sand, Sand. Alles her damit. Okay. Ja, warte. Da laufen wir gerne zweimal. Wenn wir dafür sorgen können, dass jetzt zigtausend Roboter jahrelang was zu tun haben und es verhindern können. Oh ja, hier, nimm das. So, gut. Sollte okay sein. Und bau bitte gleich mal einen davon. Und fordere die Landfills an. Da. Falls denn überhaupt noch irgendwelche davon da sind. So, schmeiß Sand da rein. Und dann passt das. Gib mir bitte, da wir anscheinend keine Landfills haben, schmeiß die mal raus und gib mir Stein wieder. Davon auch ruhig ein bisschen mehr und dann baue ich die einfach selber. So, dann wird das hier oben auch dicht machen können. Das war Anlage Nummer 1 mit der Stromversorgung. Wir haben auch eine Anlage Nummer 2. Die gucke ich mir mal kurz an. Die war irgendwo hier. Ja, hier. Ist jetzt auch fleißig am Arbeiten mit 100% Auslastung in der Nacht. Wie viel machst du denn da aus? Viel. 27 MW. Wenn ich die jetzt komplett wegschmeiße, dann ist der Akku relativ schnell leer. Huh? Ja, müssen wir Schritt für Schritt machen. Also jetzt lassen wir erstmal das so die Nacht durchlaufen. Gucken, wie viel Akku noch über ist. Bauen dann regelmäßig Akkus weiter aus und bauen die Solaranlage weiter aus, damit tagsüber genug Strom reinkommt, um den Akku auch komplett zu füllen. Weil es wäre ärgerlich, wenn der Akku am Tag nur auf 90% aufgefüllt wird. Dann hat der nächste Nacht wieder weniger Strom und wird dann am nächsten Tag wieder nur auf 80 aufgefüllt und geht es immer weiter runter, bis wir dann irgendwann richtige Engpässe haben. 5. Gefühlt wird es auf 3 Gigajoule runtergehen. Der ist immer noch dabei, die Fabriken zu bauen. Das ist krass. Das waren die 4 Fabriken, die ich hinsetzen wollte bei den Tränken, richtig? Mal ganz kurz. Tränke? Tränke. Ja, ich glaube hier. Habt ihr denn genug Ressourcen immer? Schaut gut aus, ja. Achso, Strom. Und die Dinger sind schon wieder da. Also jetzt kommen die Akkus an. Das fällt trotzdem noch, aber nicht so stark, wie es fallen könnte. Und es ist bei 3. 3 Gigajoule. Das sieht okay aus. Das sieht vollkommen okay aus. Jetzt müsste ich nur gucken, ob es auch schafft, bis zum Abend das wieder komplett zu füllen. Aber da habe ich nicht so wirklich Zweifel dran. Ah, wobei. Die Akku, die Solarpanels machen jetzt zwar immer mehr Strom, sind schon auf 80 MW. Aber eventuell arbeiten die Secondary Steam Engines trotzdem irgendwann noch, weil halt die Solarpanels nicht alles schaffen. Das ist noch eine Sache, worauf ich achten muss. Ob die Steam Engines wirklich auf 0 runtergehen. Tagsüber. Sehe ich jetzt nämlich immer noch nicht. Wir haben es jetzt schon Vormittag. Ja, ich glaube, wir haben nicht genug Solarpanels. Okay, wird sich auch drum gekümmert. Bau bitte da und da und da und da. Dadurch habt ihr nicht mehr Slots, aber eine höhere Grund-Crafting-Speed. Und dadurch, dass ihr eine höhere Grund-Crafting-Speed habt, ist eure richtige modifizierte Crafting-Speed auch nochmal schneller wegen den dreien.
Ich sehe allerdings immer noch keine roten, grünen und hellblauen Tränke unten rechts in der Übersicht. Hellblau habe ich übrigens komplett ignoriert, kann das sein? Jaha, habe ich. Brauch mehr Speedmodule. Da. 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 Ich hoffe, das hilft. Theoretisch müsste ich jetzt also nochmal davon welche bauen. Aber das lasse ich. Genau, wie Dreiermodule. So, 50 Stück hätte ich jetzt auch hier für die Rocket Defense Geschichte. Auch wenn das noch eine Weile hin ist, wegen den ganzen Zwischenforschungen, aber ist okay. So, das war das, das war das. Eine Sache, die auch noch vorgeschlagen wurde, was ich machen sollte, bevor ich diese Staffel abschließe, sind die Kampfroboter. Also diese Dinger da. Dass ich die auch erforsche und die besseren Versionen davon mal anteste. Die Defender-Kapsel hatten wir, glaube ich, schon getestet. Die Distractor-Kapsel sollte noch nicht so gut sein. Die wirklich guten kamen erst später, wurde gesagt. Das heißt, ich müsste jetzt, damit wir sowohl die ganze Forschung machen können für die Rocket Defense als auch die gesamte Forschung für die Kampfroboter, müsste ich jetzt losziehen und ein paar Basen zerstören. Was ja nicht so das Problem sein sollte. Ja, das Ding hier. Wir haben den Planeten ganz schön chaotisch hinterlassen, wenn wir dann irgendwann mit dem Raumschiff hier abhauen. Naja, oder die ganzen anderen Kolonisten kommen und die machen es noch kaputter. Aber sei es drum. So, ein bisschen aufräumen, dass ich hier besser rumlaufen kann. So. Vier Spawner, dafür ganz viel grün und lila Zeug. Mein Gott. Spawner weg. Spawner weg. Spawner weg. Durchlaufen. Hoffentlich alles. Nein! Alles einsammeln. Ihr seid mir schon langsam, ne? So. Ich kann auch die schöne Munition verballern, wie ich lustig bin, weil ich habe davon richtig viel. So. Und ich kann die Leichen nicht aufheben, weil mein Inventar voll ist. Wegen komischen Mauern. Zerstör komische Mauern. Ich hätte sie aber auf den Boden schmeißen können. Aber nein. Komische Mauern weg. Komische Mauern weg. Sehr gut. Nächste Basis. Die da sieht größer aus. Ah, ist sie aber nicht wirklich. Spawner weg. Spawner weg. Spawner weg. Autosave. Spawner weg. Ah, da sind Spucker-Kings bei. Die sind doof. So, 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 so. Weiter. Reicht nicht. Und genau sowas, was ich jetzt gerade mache, das soll bei Hardcoreo nicht so einfach möglich sein. Braucht mir Rocket Damage oder Rocket Shooting Speed? Shooting Speed, okay. Weil da die Gegner wohl mit evolvieren und neue Gegnerarten spawnen und was weiß ich. Das klingt schon mal recht interessant. Aber ich denke, da wäre es dann wahrscheinlich so, dass wenn wir mit der ersten Staffel Hardcoreo anfangen, dass die dann nur eine halbe Stunde oder Stunde geht und wir neu anfangen müssten. Weil wir halt in der ersten Staffel lernen, was man nicht machen sollte und das in der zweiten Staffel dann besser machen. Wobei mir gerade einfällt, ich glaube, bei dem Shadow Mega Modpack sind auch neue Gegner bei. Also irgendwas mit Explosionen habe ich da gelesen. Also dass es Gegner gibt, die machen Explosionsschaden. Was garstig klingt, gerade wegen Mauern und dergleichen. Flächenschaden ist dann da schon recht übel. Heck, wie viel habe ich eigentlich schon? 92, das ist nicht so die Welt. Erst die Spawner, dann den Rest. Lass mich raus. Genau. Oh, kein Computer. Das heißt, wenn es wirklich neue Gegner gibt. Naja, aber nur weil es neue Gegner gibt, heißt das ja nicht, dass das Spielprinzip großartig anders ist.
Also womit ich das meine, ist, dass die Gegner halt nur angreifen, wenn Smog bei ihnen ankommt. Das ist ja quasi das Hauptproblem, was wir gerade haben. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ich weiß jetzt, wie ich dafür sorgen kann, dass meine Basis nie angegriffen wird. Wird sie jetzt ja auch nicht regelmäßig. Außer, die wollen halt eben eine neue Basis da bauen, was recht selten ist. Aber sonst werde ich in Ruhe gelassen. Und das finde ich nicht so toll. Wir sollten eigentlich durchgehend behagt werden von denen, weil sich das quasi rumspricht, dass wir da sind und der gesamte Planet versucht, uns auszulöschen. Das wäre wesentlich interessanter. Und ich glaube, das war bei Hakuryu so. Also, dass die KI wirklich grundlegend verändert wurde. Was bei dem Mega-Modpack nicht der Fall wäre. Ja, also momentan tendiere ich eher zu dem Hakuryu hin. Auch wenn wir den wahrscheinlich erstmal auf die Nase bekommen, aber das kann ja auch interessant sein. Außerdem ist unter Druck die Lernkurve meistens wesentlich interessanter, als wenn einfach nur darum geht, aha, ich habe jetzt in den letzten 20 Folgen gelernt, wie ich mein Output um 10% verbessern kann. Ist zwar auch interessant und schön und so, aber jetzt nicht so wie, ach du Scheiße, ich bin nach 10 Folgen schon gestorben, weil ich jetzt nicht Waffe XY erforscht habe und so weiter. Ja, also Hakuryu klingt echt gut. Aber wenn ihr da weitere Hinweise habt, ohne allzu große Spoiler, also jetzt bitte nicht, du musst sofort Waffe XY erforschen, damit kannst du Gegnertyp Z super schnell töten und das ist alles kein Problem mehr. Das bitte nicht, aber so allgemeine Hinweise, wie das Spiel mit entweder Hakuryu oder dem Mega Mod Pack wäre, wenn ihr selber gespielt habt, wäre recht praktisch, damit ich mir da eine bessere Meinung bilden kann. So, wie viel haben wir jetzt? 110, das sind 1100 plus 50%, 1600 rum. Alien-Artefakte, Quatsch, lila Science Packs. Könnte erstmal reichen. Schmeißen wir es mal rein. Lassen das eine Weile arbeiten. Misten das Inventar aus und dann gucken wir weiter. Hier. Für dich. Die können auch mal alle weg. Wisst ihr was? Ich mache es einfach anders. Ich tue einfach jetzt alles da rein. Und warte kurz. Dann müssten die Roboter mir das geben, was ich gerne hätte. Und alles andere, was ich nicht gerne automatisch hätte, ist weg. Außerdem bildet das einen schönen Stern. So, aufgeräumtes Inventar. Das sollte ich echt öfters machen, weil ich neige dazu, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Das könnte ich ja nochmal brauchen. Und dann ist so viel Ramsch da drin. Aber ja, das ist wesentlich schicker. Gut, also, in nächsten Folgen sorgen wir dafür, dass wir weiter die Forschung vorantreiben. Wir stellen sicher, dass immer genug Ressourcen da sind für die Forschung. Also die Tränke. Können wir mal kurz gucken. Ja, das ist aber noch nicht der Fall. Also da eventuell dran drehen und schnappen uns dann wahrscheinlich gleich am Anfang der nächsten Folge die ganzen Fließbänder und bauen die Monsterfarm. Oh. 54 Türme schießen. Ja, geht's ja. Ach stimmt, das sind die ganzen Könige und Königinnen, die ich zur Basis gepolt habe. Aber wie ihr sehen könnt, tun uns nichts. Das hätte mich eigentlich sowas von zerstören müssen, das Ding. Und das ist, macht das Ganze halt ein bisschen langweilig in der Hinsicht. Also in der Kampfhinsicht. Ich denke mal, es wird eh zwei Lager geben. Die, die eher gerne kämpfen und die, die eher gerne Micromanagement machen, was Basenoptimierung angeht. Aber gut. Genau, also die Monsterfarm weiter ausbauen, Tränke dafür sorgen, dass sie da sind und so einen kleinen Blick auf die Ressourcen haben. Aber ich denke, ich könnte die Bahn eigentlich jetzt schon anhalten und wir hätten trotzdem noch genug Ressourcen für 30 Folgen oder so. Wobei es keine 30 Folgen mehr werden. Ich denke mal so 10 vielleicht noch oder so. Aber gucken wir mal. Bis denn.